Also die nächste Frage, die mir auch sehr, sehr häufig gestellt wird, ist: Ich verliere ständig meine knappen Spiele, was kann ich dagegen machen? Auch wieder eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Ich versuche es trotzdem. Du bist in einer Wettkampfsituation, du spielst in einer Liga. In dieser Liga gibt es einen gewissen Durchschnittswert innerhalb dieser Liga. Und wenn du zum Beispiel einfach eine Serie lang sehr viele knappe Spiele verlierst, was sagt dir das eigentlich? Das sagt dir eigentlich nur, dass du auf diesem Level schon mal mitspielen kannst. Ja, du bist ständig im fünften Satz, verlierst es aber. Das hat meistens damit zu tun, dass du entweder noch nicht so lange in dieser Liga spielst und dich erstmal daran gewöhnen musst und dich akklimatisieren musst. Oder die zweite Antwort darauf ist, es ist einfach Pech. Es ist einfach Pech. Ja, und in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es eben normal, wenn du 100 Mal eine Münze wirfst, dass dann auch mal 10 Mal hintereinander Kopf kommen kann.